Moritz Koneck war der Sieger des ersten Laufes in der Klasse OK und Rottax. Die 155 geht also auch hier wieder von der ersten Startposition aus in das Rennen. Neben ihm wird an den Start rollen mit der 185 Oliver Städtler. Niklas Hirsch, die 77, und Karl Luthard, die 51, dann in Startreihe 2. Die dritte Startreihe, da sehen wir mit der 20 Felix Maurer und mit der 5 Mati van der Broek. Die vierte Startreihe mit der 100 Nico Bockner und die 86 Davin Singer. Paul Speck mit der 89 und Colin Hahn mit der 82 teilen sich Startreihe 5 und aus der 6. Startreihe rollt an den Start mit der 163 Philipp Helmchen und Anne Frommhold, die 396, die schnellste Rottax-Fahrerin im ersten Lauf. Hugo Müller mit der 311 und Maxim König, die 316, dann in der 7. Startreihe und die 8. Startreihe, die gehört Julian Viola, die 327 und Emilia Urlas, die 281. Phil Schober, die 200 und Yara Fanzelo, die 315, sehen wir dann in der 9. Startreihe an den Start rollen. Und aus der 10. Startreihe Moritz Freitag, die 277 und Julius Frühstück, die 255. Ja, so kann es jetzt auf die 11-Runden-Reise gehen, nachdem wir Formation und auch dann, die Warm-Up-Runde und die Formationsrunde dann gleich gesehen haben. Also 11 Runden zu absolvieren für diese Klassen der OK und Rottax. Kann Moritz Kronek, der 13-Jährige aus Melle, hier wieder einen Doppelsieg herausfahren in Mülsen? Das hat er 2021 hier bereits geschafft in der Arena E. Jetzt also die Chance, es ein zweites Mal zu schaffen, einen Doppelsieg. Also heißt zwei Läufe, zwei Siege hier mit nach Hause nach Melle zu nehmen. Ja, im Moment läuft noch die Formationsrunde. Gleich haben die Fahrer hier die rote Linie erreicht. Dort stehen zwei Streckenposten mit gelben Flaggen. Und das bedeutet, diese rote Linie, ab hier ist Überholverbot. Also wer jetzt zum Beispiel beim Start nicht sofort weggekommen ist und noch auf seine Position möchte, ab hier ist Schluss. Ab hier wird dort gestartet, wo man eben dann ist. Und es gibt noch einen zweiten markanten Punkt, die gelbe Linie. Die ist ungefähr so auf Höhe der 7. Startposition. Hier darf beschleunigt werden, wenn das Licht noch nicht aus ist. Zuvor heißt es rollender Start. Und der Start, der hat gleich und sofort funktioniert und Moritz Kronek hat sofort die Führung übernommen und sich sofort vom restlichen Feld abgesetzt, um hier nicht zu viel mitzubekommen, um nicht zu viel Druck zu haben, um hier befreit auffahren zu können. Ja, der Moritz Kronek, er war ja bereits 2020 Vierter des WAKC, des württembergischen ADAC Kartcups, den er dann
2021 gewonnen hat. Und ich habe es erklärt, die vier Regionalserien mit Westdeutschen, Norddeutschen, Ostdeutschen und Süddeutschen ADAC Cards Cup, die sich dann zum Bundesendlauf am Jahresende treffen. Und bei diesem Bundesendlauf 2021, ja, da konnte der Moritz Kroneck ebenfalls den Sieg herausfahren. Und das Ganze hat er dann 2022 gleich nochmal wiederholt, also den SAKC, WAKC und den Bundesendlauf gewonnen hat. Hier jetzt in Mülzen für ihn der Auftakt für den OAKC, beziehungsweise das heißt der Auftakt des OAKC für ihn, vielleicht auch ein Trainingswochenende für das kommende Wochenende, wenn hier die deutsche Kartmeisterschaft zu Gast sein wird. Aber es gibt noch mehr Gruppen, bei denen es sich lohnt, noch weiter zuzuschauen. Hinter dem Moritz Kroneck übrigens ist der Niklas Hirsch unterwegs, der Fahrer mit der Startnummer 77. Der hat das ganz geschickt gemacht beim Start. Der ist einfach hinter Moritz Kroneck geblieben, hat keine Lücke aufgelassen, dass jemand anders rein kann. Auch der Zweitplatzierte eben dann nicht. Und dementsprechend ist er jetzt auf Platz 2 unterwegs, hat aber auch Moritz Kroneck nach 3 Runden bereits einen Rückstand von 2,6 Sekunden. Ja, das ist schon eine Menge Holz, ich weiß. Und er hat ja theoretisch noch 8 Runden Zeit, das Ganze hier aufzuholen. Platz 3 im Moment für Oliver Städtler, die 185. Er ist vorbeigegangen am Felix Maurer mit der Startnummer 20. Und hinter Felix Maurer haben wir jetzt eine Vierergruppe, die dort unterwegs ist. Mit Philipp Helmchen, Karl Luthard, David Singer, Nico Bockner. Die sind da alle noch sehr dicht zusammen. Ja, dann heben wir doch mal den Philipp Helmchen ein bisschen heraus, der Fahrer mit der 163. Der ist auf Platz 5 unterwegs, nachdem er als 11. gestartet ist, hat also nach 4 gefahrenen Runden bereits 6 Plätze gut gemacht in diesem Lauf. Also arbeitet sich hier kontinuierlich nach vorne der Philipp Helmchen auf Platz 5. Aber jetzt ist der Abstand eben da zum Drittplatzierten, zum Viertplatzierten, zu Felix Maurer. Aber auch den fährt Philipp Helmchen langsam, aber sicher zu, diesen Abstand zu Felix Maurer. Wäre natürlich ein Ding, wenn er hier so durchkommen würde. Aber er hat da noch genügend Zeit. Die Hälfte dieses Laufes ist vorüber. Und wir schauen uns das doch mal genau an. Philipp Helmchen im Windschatten drin von Felix Maurer. Aber noch nicht vorbeigekommen. Und auch hier sieht man, jeder Fahrer, der hat so irgendwie seinen Abschnitt in jeder Strecke, in der er gut ist. Und dann gibt es wieder den Abschnitt, wo er schlechter ist. Und jetzt ist Philipp Helmchen vorbei am Felix Maurer. In der zweiten Schikane schnappt er sich
den Felix Maurer und geht auf Platz 4 nach vorne für den Fahrer mit der 163. Philipp Helmchen aus Oranienburg. Im vergangenen Jahr zweimal Zweiter hier in Mülzen geworden beim OAKC-Lauf, war dann auch Sieger des OAKC im vergangenen Jahr. Also für ihn geht es folglich auch ein bisschen um die Titelverteidigung an und das gleich zum Auftakt an diesem Wochenende. Ja, und wir haben natürlich jetzt hier einen souverän führenden Felix Kronek, der sich trotz eines Vorsprungs von über 5 Sekunden noch mächtig ins Zeug legt. Der wirft sich immer noch aufs Lenkrad, als ging es darum, hier weit nach vorne zu kommen, als ginge es wirklich darum, als wäre er im Zweikampf. Zweikampf dafür aber zwischen Niklas Hirsch, der 77, und Oliver Städtler, der 185. Da geht es noch um Platz 2 zwischen diesen beiden. Platz 4 für Philipp Helmchen, der dürfte eigentlich gesichert sein. Aber Felix Maurer, Karl Luthard, David Singer, das ist noch eine enge Gruppe, die wir dort ebenfalls noch sehen. Und es sind noch 3 Runden zu fahren für diese Klasse. Und wieder ist Oliver Städtler dran an Niklas Hirsch und dann geht er nach der Gegengeraden vorbei und holt sich den 2. Platz. Niklas Hirsch jetzt also auf Platz 2 vor. Nein, andersrum. Oliver Städtler vor Niklas Hirsch auf dem 2. Platz unterwegs. So rum ist es richtig gesagt. Zugeschaut hat Philipp Helmchen auf Platz 4. Und der Karl Luthard, der in der Zwischenzeit auf Platz 5 nach vorne gegangen ist. David Singer auf Platz 6. Und Nico Bockner auf Platz 7. Felix Maurer damit auf Platz 8 zurückgefallen in dieser 10. Runde. Ja, und der Moritz Kronek, der fängt jetzt auch noch an mit Überrundungen. Will es hier also wirklich ganz genau wissen. Die Startnummer 155, da ist er im Ziel. Moritz Kronek, beinahe ist es untergegangen, denn er war mittendrin in so überrundenden Fahrern, war mitten im Überrunden. Und jetzt also Moritz Kronek mit einem Doppelsieg am heutigen Tage. Gewinnt er auch diesen 2. Lauf vor Oliver Städtler. Niklas Hirsch wird 3. Philipp Helmchen auf Platz 4. 5. Karl Luitard. David Singer auf Platz 6. Nando Weizelbaumer holt sich Platz 7 in diesem Lauf. Nico Bockner wird 8. vor Marty van der Broek. Und auf Platz 10 landet in der Endabrechnung Felix Maurer. Ja, auch für die OK und Rotax ist natürlich jetzt Schluss an dieser Stelle für heute in den Rennen. Und dann sehen wir als nächstes die X30 Senioren mit ihrem 2. Lauf.